Jetzt stehen wir bei Morello und da haben wir ein 8,20 Meter Modell gefunden. Wir blenden euch die Maße genau ein und das wollen wir uns mal anschauen. Ist natürlich auch auf Iveco Daily und da gehen wir jetzt mal rein und schauen es uns gemeinsam an. Wir dürfen auch mal rein. Ja, lässt sich auch gemütlich an. Also das Ambiente hier sieht auch schon mal recht gut aus. Ja. Allerdings ist es eine dunklere Version. Ich könnte mir vorstellen, dass es die auch noch etwas heller gibt, oder? Gibt es vermutlich auch in einem helleren Holz. Und hier haben wir schon wieder das Teil, was wir eigentlich gar nicht benötigen, nämlich eine Kaffeemaschine. Sowas brauchen wir nicht. Nein, aber andere vielleicht. Und man kann das ja auch für was anderes benutzen. Wir vergleichen das jetzt auch gleich mal ein bisschen mit dem Concorde. Und da sieht man also, die Technik ist hier auch schön untergebracht, allerdings hinter einer Klappe versteckt. Hat Vorteile, hat Nachteile. Also wir haben es eigentlich gern ohne Klappe zugänglich, weil man das dann auch so ohne weiteres vom Sessel aus ablesen kann. Aber das ist Geschmackssache. Ja, Ja. also an sowas sollte eigentlich sowas nicht scheitern, finde ich. Ja. Und hier ist Ja. die Technik natürlich genauso sauber verbaut. Ja, das ist natürlich sehr schön, ja. Ja, also man merkt es schon, wenn man in so ein Fahrzeug reingeht, es ist alles edel gemacht. Wir haben ja gesehen, dass ein Fenster hinter dem Seitensitz ist beim Concorde. Hier ist ein kleines Regal. Ja, ist aber auch sehr schön. Ja. Also. Also ist Geschmackssache, der eine mag das und der andere mag es anders. Hier haben wir dagegen noch ein Hubbett. Und dass Ja. es hier etwas unfreundlicher ausschaut, das liegt daran, dass wir hier keine freie Sichtfläche haben, denn davor steht ein Fahrzeug. Ja, genau. Er ist jetzt ziemlich Und jetzt eingequetscht machen wir wieder den Händestreicheltest, Ossi. hier. Dadurch mal aufpassen. Hoppla. Und den Kopf habe ich mir schon angehaut. Am Hubbett. Am Hubbett, ja. Oh, das ist natürlich unpraktisch. Ja, aber das ist Gewöhnungssache. Da könnte ich mich ganz schnell umstellen. Naja, So, weiß komm man her, es. Händestreicheltest. Oh. Ja. Ich sitze ja schließlich nicht die ganze Zeit so, sondern mein Sitz ist hier. Also. Ja, so ist halt die Ursi, ja. Ja. Muss man andere Argumente einfallen lassen. Also hier geht schon mal nicht. Gell? Ja. Naja, es geht schon. Aber so sieht es hier natürlich echt schön aus. Ja. Aber hier ist auch weiter, gell? Also da. Nein, das ist alles, ja, Ja, doch. Gucke mal, das wie ist die groß. gleiche Aufbauart. Wie beim Concorde müsste das sein. Ja, also das kommt mir jetzt hier sehr, sehr weit vor, die Fläche hier. Aber das, ja, kleines Handschuhfach. Und da unten noch mal eins. Jawohl. Also man sieht auch, Okay. das Cockpit ist etwas anders gestaltet. Ja. Hat das hier auch irgendwie USB-Anschluss hier vorne? Also auf den ersten Blick kann ich nichts erkennen. Vielleicht hat sich das aber noch irgendwo versteckt. Also hier Also einer ist an der Fahrerseite, ist ein USB-Anschluss. im. Also hier Beifahrerseite kann ich jetzt nichts Dann schauen wir, erkennen. ich dir mal seitlich schon an deiner Stelle. Ich wüsste nicht wo. Also ich kann hier jetzt nichts finden. Und das fände ich natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch, weil ich während der Fahrt gern mein Handy auflade. Aber hier sieht schon mal die Klappe. Und was Okay. meines Erachtens sehr edel ausschaut, das ist hier die Getränkehalde. Also doch, das Fahrzeug, das macht mal einen sehr guten Eindruck. Ja, aber ich habe hier wirklich keinen USB-Anschluss hier. Also, okay. Also hier vorne ist 12 Volt und USB. Und dass der Beifahrer keinen USB-Anschluss hat, dann würde ich sagen, dann sollte der Beifahrer mal ins Ins? Handschuhfach reinschauen. Ja. Ich sehe nichts. Und dann im unteren. Da. Ja, also Sieht auch ist auch nichts. nichts. Und es wäre auch unpraktisch da unten drin. Und hier ist auch nichts. Nein, also. Und seitlich ist auch nichts. Nein. Ja. Also, es sieht so aus. Merkt ihr was, Leute? Ich habe gesagt, ich finde hier nichts, aber mein Helle, was macht er? Er muss es gleich nachkontrollieren. Logisch. Ist doch klar. Also schauen wir uns mal den Rest an, oder?
Ja. Okay. Die Spiegel sind übrigens schon mal gut. Also ich verstehe nicht, was der Vorteil eines Busspiegels ist, denn bei diesen großen Linern kann man ja gegen erheblichen Aufpreis die Busspiegel dazu bestellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind diese Spiegel, wie sie hier sind, lieber. Den habe ich hier direkt vor mir und der Busspiegel, da läuft mir permanent Gefahr, dass man vorne mal nicht aufpasst und den dann abschrammt. Ich kann das berichten, weil ich ja als Reiseleiter öfters mit dem Bus mitgefahren bin und da gab es öfters mal Probleme mit diesen Busspiegeln. Natürlich hat man damit einen noch besseren Überblick, aber die Spiegel direkt am Fenster ist mir eigentlich lieber. Elektronischer Spiegel wäre natürlich noch besser, aber der ist nicht in Aussicht bei Iveco. Den gibt es nur von Mercedes, Ateco und das sind dann die ganz großen Wohnmobile, die eigentlich teilweise sogar schon Sicherheitspannen haben. Schönes Fahrzeug. So, dann kommen wir mal zu Usi. Ja, also die Sitzecke sieht ja schon ganz schön aus. Der Tisch scheint sich hin und her bewegen zu lassen Ja, dann ist die und er Bewegung in scheint der sich auch Mitte. aufzumachen, Ja. dass man vergrößern kann. Aber das probieren wir jetzt nicht aus, weil das ganze Zeug abräume, so schön dekoriert. 8,20 Meter ist auch eine schöne Größe. Ja, hier haben wir den Fernseher und hier oben ist wieder eine Glasvitrine. Glasvitrine. Sieht natürlich edel aus und macht was her, das ist ganz klar. Und hier gibt es ein Flaschenfach. Apothekerstand, ja. Flaschenfach ist auch ganz nett. Und auch der Fernseher Praktisch. ist an einer Stelle Ja. verbracht, wo man sagen kann, damit kann man gut was Ja, anfangen, dass also man nicht so nach oben schauen muss. für uns ist das immer die perfekte Stelle. Klar, sieht jeder anders. Und dann kommen wir Ja, schon zur das ist Küche. die Küche. Man Und sieht hier schon, das ist etwas größer, die Schränke. ja. Dafür ist unten, wenn wir gerade beim Punkt Concorde kommen, unten diese Schublade oder die Einladebogen ist nicht vorhanden. Das Ja. Regal, ja. Ja. Also ich finde das eigentlich besser als auf der ganzen Fläche dieses Regal. Nun, hier Aber hat es das ist natürlich Ansichtssache immer, eben. ja, also ich finde das praktischer. Hier ist auch wieder diese Nicht-Rausfall. Erhöhung. Kante oder keine Ahnung, wie sich das nennt, auf jeden Fall, dass das Geschirr nicht einfach So, was rauspurzelt. hier auf jeden Fall schon mal vorteilhaft ist, das ist die große Glasplatte. Nimmt natürlich hier etwas Arbeitsfläche weg, aber dafür kann man auch Pfannen hinstellen. Ja, das sieht größer aus, weil es ist alles, was wir haben. Und das ist alles, da muss man alle aufmachen. Bei uns ist es ja geteiltes Glas, sodass man dann nicht alle, dass man Aufmachen noch ein muss. bisschen Ja. Platz hat, ja. Also wieder ein Gimmick gefunden, was Hümer von frei ist. Jo, und hier ist dann die Spüle. Die ist sehr groß, sehr schön. Hoppala, hoppala. Und hier hinten ist nochmal ein Schweiß Ausgussbecken. Ausgussbecken, ja. Allerdings finde ich das jetzt wieder zu groß Ja, für mich. Also ich empfinde das zu groß. wobei man eins Das, sagen muss beim Praktiker, ja, denn der Koch bin ja bei uns ich, ist klar, die Ossi achtet auf Schönheit, ich achte auf praktisch, ja. Wenn ich hier zum Beispiel Tomaten schneide, dann kann ich das hier auf der großen Fläche tun ja. und kann gleichzeitig hier abwaschen. Abwaschen. Ich habe Also, gerade, glaube ich, Abwasche gehört. Ich meine die Tomate abwaschen, vom Staub befreien. Macht man nämlich so, dass man, bevor man sie schneidet oder den Salat putzt, dass man das Ganze wäscht vorher. Und Ja. das kann man dann im kleinen Becken machen. Nee, das ist Und im unpraktisch. Das machst du großen kann man nie. Du musst schneiden. dich ja dann darüber hängen. Schau mal, wie Mache ich. tief das ist. Also für Aber mich. sie hat keine Ahnung von der Praxis, nur von der Schönheit. Ich persönlich finde es als unpraktisch. Ich Aber finde es das sind ja als jetzt praktisch. wieder Sachen, die jeden anders an. Hier ein, ja, für Für Handtuch, Handtücher. da ist mal was gedacht worden, muss man sagen, ja. Ja, weiß nicht. Aha. Ja, kommt drauf an, was da drin ist. Muss man ja immer hochhalten dann. Okay, Riesenfach. Ja, das sind drei Riesenfächer, also da Ja. kriegt man genügend Schauen wir mal, ob für Mülleimer unsere da ist. Gruppe. Ja, einen Moment. Oh, das ist aber ein Das ist kleiner, ein da ist die kleines Fach. Glasabsperrhahn dahinter wahrscheinlich. Und Und hier da ist Besteckkasten. Der ist ein. jetzt ziemlich tief, finde ich.
Der wäre jetzt eine Stufe höher, Ja, aber praktischer, das ist. weil das ist sehr tief. Ja, aber Also das da muss ich mich überlegen, mal, wenn wir da hier Schnipsch brauchst, ja. mal. Also, okay. Da wollen noch Leute rein, wir müssen zurück beeilen. Ja, So, hier haben wir die zwei Mülleimer. Mülleimer. So. Okay. So, dann Ja. gehen wir noch mal kurz hinter. Ja, und hier ist halt wie üblich der Kühlschrank, wie man ja Kühlschrank. jetzt schon zehnmal gezeigt haben, Ja, mit. und hier ist eine Mikrowelle. Jawohl. So, dann schauen wir den Kleiderschrank an. Der ist auch schön Der groß. ist auch groß. Ja, hat mehrere Fächer. Der ist schön groß. Ja, Jawohl. wunderbar. Und Nehmen was wir mir mal. gefällt schon mal, das ist die Absperrung zur Toilette. Die Toilette ist, Na, das ist hier. man hat hier ein komplettes Badebereich, das kann man zumachen und man kann die Tür auch in diese Richtung Ja, aufmachen. das finde ich praktisch. Also hat sich Ja. bei uns bewährt, gell? Das ist ein Gimmick, was man also relativ häufig verwendet und was meines Erachtens wirklich ein Riesenvorteil ist. Dann haben wir hier den Duschbereich. Auch das ist schön groß und die ist Na auch ja. vollkommen ausreichend. Ja, hat allerdings kein Fenster nach oben, Ja. finde ich. Was für uns eigentlich, Was wir gern verwenden. ja, haben wir, hier ist halt mittig Ja. irgendwie. Also jetzt musst du rein zu den Straße. Ja. Diese Milchglastür ist auch wieder sehr schön, finde ich. Ja, und hier hat man die Toilette auch mit Tank und natürlich auch genügend Aufstellfläche. Wir sind hier wieder dabei. Ja, hier hat es genügend. Hier ist hier noch Regal. Das ist auch praktisch. Also schön, kann man sich gut waschen. Ja, und die Und Toilette schön groß. Also man kann ja, hier auch auch die die Tür. Keramik natürlich. Und hier Fächer en masse. Ja. Sehr schön. Gefällt mir gut. Muss ich also schon sagen. Und dann kommen wir schon zum Da Bett. unten hat es ja auch noch Fächer alles. Moment, komm noch mal. Schnell. Und hier. Tschüss. Ja, das ist natürlich schön. Zweiter Fernseher ist auch schon da. Und Prima. da haben wir Da noch haben mehr wir einen noch mal Schrank. einen Schrank. Da haben wir noch zwei Schränke. Ja, hier ist ein Schrank. Oh ja. Okay. Und auf der anderen Seite auch noch mal einen. Super. Naja, Ja. also Schränke hat es genug. Und wenn man da hier herumschaut, ist auch genügend vorhanden. Und wie sieht es da jetzt mit deinem Fenster aus? Das sieht im Fenster sieht es eigentlich sehr gut aus. Die sind So, sie etwas weiter hinter, so gell? sind sie etwas weiter hinter und so könnte man das dann auch lassen. Fernseher ist auch schon hier. Ja, und hier haben wir ja, schöne große Fächer Ja, ringsrum. ja. Und auch Steckdosen sind Ja, vorhanden. gibt es da irgendeine Ablagefläche oder so? Das ist keine, gell? Da Nee, gibt es keine Ablagefläche ist keine. Ablagefläche. Okay, aber so sieht es sehr schön aus, finde Ja, ich. Steckdosen sind mit Klappe da. Jetzt müsste ich bloß mal meine Schuhe ausziehen. Das muss ich mal filmen kurz. Dann schaue ich nämlich mal nach, ob hier das mit dran ist. Da ist 230 Volt und da ist 230 Volt, also es ist kein USB dran. Was ein bisschen blöd ist, aber weil man muss dann immer den Wechselrichter anschalten, wenn man das Handy aufladen will. Das ist eigentlich nicht geschickt. Aber man kann da sicherlich eine Lösung finden, wenn man ein neues Fahrzeug bestellt. Da unten ist übrigens noch ein zweiter Regler, dass man die alte Heizung im Schlafbereich separat regelt. So, also alles in allem vom Innenbereich her sehr schön, vor allen Dingen sehr schön großzügiger und er ist nur 20 cm länger als der Concorde. Länger, noch länger. 20 cm, 8,20 m ist nicht viel. Ja, okay, Das ist ganz wenig, kann man gut fahren. das sind wahrscheinlich denn jetzt diesem zweiten Schrank hier im Schlafzimmer Ja. geschuldet. Ah, im Toilettebereich ist oben ein Fenster, sehe ich Ja, gerade. ja. Wenn du, ja, Ja, aber aber das langt das ja. wäre dann kein Thema. Ja, ich finde es auch sehr schön mit der Milchglastür gestaltet Ja. und dass man die auf beide Seiten öffnen kann. Also ein ganz tolles Fahrzeug. Ventilator über den Küchenbereich ist auch da. Den haben wir mittlerweile auch schätzen gelernt. Nein. Du sollst nicht immer in der Wir-Form sprechen, wenn das nur dich betrifft. Die Ursi ist nur noch nicht überzeugt davon, aber das ändert sich noch im Laufe der Zeit. Okay, also was können wir jetzt zu dem Fazit sagen? Ursi, Fazit?
Es macht einen schönen Eindruck, macht einen guten Eindruck sogar. Logisch, man findet immer irgendetwas in jedem Fahrzeug, was einem nicht so zusagt. Es sind auch immer persönliche Sachen, die einem gefallen oder nicht gefallen. Das muss sowieso jeder für sich selbst entscheiden. Also ich finde ein tolles Fahrzeug. Merkt er was, er findet alle langen Fahrzeuge toll. Das ist der Busspiegel. Hat man halt den Aufbau nach vorne. Dafür hat man eine etwas größere Übersicht. Die Garagentüre ist nicht sonderlich breit. Mit 88,4 cm erfüllt sie nicht die Erwartungen, die man an so einem großen Fahrzeug an der Garagentüre hat. Aber es sind sehr viele Stauräume im Fahrzeug vorhanden. Also außer den Fahrrädern kriegt man nicht allzu viel hin in die Garage. Das ist also für ein 8,20 Meter Fahrzeug eigentlich sehr wenig. Aber schön hell ist es. Ja. Und schau, hier hat es Staufächer. Ja, was ist da unten? Da ist die Technik Elektrotechnik, ja. Aber man hat ja den Doppelboden noch. Ah. Da braucht man eventuell gar keine Regale extra. Ja, ja. Mhm. Aha. Und im Doppelboden kriegt man ein Gartenmöbel oder sowas rein. Also, ja, kann man auf jeden Fall reinlegen. Vorne in der ersten Durchlade. Das ist hier, oder? Die allererste. Und was ist in den Klappen drinnen? Da ist Elektrotechnik, ja. Was komplett durchgeht. Komplett durch, also für Gartenstühle, Tisch und so weiter. Und ganz vorne haben wir nochmal eine Staufläche. Die Holzfarben. Nein, ah ja. Okay, ja, insoweit geht's. Leergut und dergleichen kriegt man unter, also es sind genügend dafür alternative Stauflächen vorhanden. Also das war der Morello Home 82L und Morello hat vier Modellreihen. Das eine ist der Home, das ist die schwächste. Der ist auf Iveco Daily 50, also bis 5,8 Tonnen. Dann kommt der Loft, der geht bis 7,5 Tonnen und dann kommen die ganz großen, der Empire und der Palace, genau. Mhm. Die sind dann auch teilweise schon, oder ich glaube, alle über 7,5 Tonnen, was dann für uns und so schon gar nicht mehr in Frage käme. Der Home hat uns beiden sehr gut gefallen, wobei ich muss gleich jetzt vorausschicken, wir haben ja ohnehin auch schon zu Beginn der Messe gesagt, und es ist ja auch die Absprache zwischen uns, das Zeitfenster liegt etwas später, das liegt nicht im Moment, aber, oder? Ja, das liegt sehr viel später. Einiges später, ja, und wir haben uns jetzt das erste Mal richtig erkundigt, wie sich so ein Fahrzeug preislich gestaltet, was man eventuell dabei beachten muss, denn wir haben ja nur einen Schuss, denn so ein Fahrzeug verliert im ersten Jahr 25%. Laut Verkäufer. Ja, und wenn wir uns eines kaufen, dann muss es das Richtige für die nächsten, ich sage jetzt mal, Jahre sein, solange wir das Hobby betreiben. So, und deswegen, er hat uns sehr gut gefallen und deswegen haben wir uns mit dieser Option, dass wir jetzt sofort kein Fahrzeug kaufen, das auch rechnen lassen. Es ist dann nach unseren Vorstellungen, also mit allen Extras, und wir haben sehr viele Extrawünsche, eigentlich so ziemlich alles an Extrawünschen, kam dann ein Gesamtpreis heraus von 250.000 Euro Listenpreis, also sogar etwas günstiger noch als das Ausstellungsfahrzeug. Und da ist dann auch nur ein wenig Spielraum natürlich drinnen. Ja, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Nein, es tut jetzt hier nichts zur Sache. Wir haben uns dann auch weiter erkundigt wegen Zuladung. Das heißt, das rechnet das Programm gleich aus. Es kam dann heraus bei einem Fahrer, also bei vier Personen im Fahrerhaus, wobei der Fahrer mit 75 Kilo gerechnet ist und da müsste man bei mir schon 1,5 Fahrer rechnen. Ja. Wenn es reicht. Dann hat das Ganze einen 300 Liter Tank
Und der ist nur mit 100 Liter gerechnet. Das käme für uns auch nicht in Frage. Wenn wir, dann fahren wir mit vollem Tank los, weil wir beide keine Lust haben, auf einen Stellplatz zu fahren und dann erstmal Wasser bunkern zu müssen. Ja? Also wenn wir stehen, dann stehen wir. Ja? Er hat gerechnet, haben wir das auch mit einem 200 Liter Dieseltank. Also wir haben tankmäßig das richtig ausführlich gerechnet. Der 200 Liter Abwassertank ist natürlich leer und auch der Fäkaltank wäre auch als leer eingestuft. Der hat, glaube ich, auch 200 Liter gehabt. Aber also wir hätten schon mal wieder 200 Liter noch dazu rechnen müssen für den Wassertank, der nur mit 100 Liter gerechnet gewesen ist. Und dann unser ganzes Zubehör noch. Also ohne unsere weiteren Zubehör wie Gartenstühle, Kleidung, Fahrräder. Fahrräder hätten wir noch eine Zuladung von 500 Kilo gehabt. Und das ist natürlich zu wenig. Zumal von den 500 Kilo schon mal 200 Kilo abgehen für das Wasser. Also noch 300 Kilo dann. Und es langt definitiv nicht aus. Und wenn wir uns so ein Fahrzeug zulegen sollten, dann muss das auch so großzügig bemessen sein, wie es unser Gustl ist. Wir haben unseren Gustl komplett ausgestattet, fahren wir den mit 4100 Kilo und ist auf 4,5 Tonnen zugelassen. Dann haben wir uns auch nach den Verbrauch erkundigt und es wurden uns verschiedene Werte angegeben. Natürlich liegt es daran, wie schnell man fährt. Die Werte reichten von 15 bis 18 Liter, wobei die zwischen den Zeilen herauszuhörende Zahl schon bei 17 Liter lag und jetzt in der momentanen Situation, man braucht ja auch AdBlue dazu. Wir fahren im Moment ohne AdBlue auf Euro 6 und wir verbrauchen, obwohl ich an der Autobahn schon über 100 fahre, Ja, ja, so gut oder wie so gut, nie, nein, ne? 100, Höchstens werden mal überholt, also 100 ist ja, schon. 100. Also ich stelle nur, wenn ich überholt, ist es richtig, aber die 100, die fahre ich schon und da brauchen wir zwischen 10 und 11 Liter. Also es ist schon ein gewaltiger Unterschied, Ja. jeder Kilometer circa 7 bis 8 Liter mehr und dann auch noch die geringe Zuladung und dann haben wir gesagt, nee, also das ist eigentlich, Nein, das ist nicht Alter, das, was uns vorschwebt. ja, da müssen wir so und so, also wir haben so und so Bock gehabt noch zu warten, aber das ist auch nichts, wo wir uns dann weiter orientieren. Der Verkäufer hat dann gesagt, richtigerweise, wir sollten auf einen 7,5 Tonner gehen und das wäre dann der Morello Loft und den haben wir uns danach angeschaut und Ja. dazu gibt es auch noch ein kleines Video mit einer weiteren Beurteilung von uns. Das war jetzt erst einmal der Morello Home. Also für alle, die nicht so viel extra Ansprüche haben wie 200 Liter Tank und wie Fäkalien Tank und solche Dinge, für die ist es sicherlich ein sehr geeignetes Auto. Es ist ein sehr schönes Auto, habt ihr gesehen, vor allen Dingen mit den zwei Schränken im Hintergrund. Die kleine Garage stört gar nicht. Man bringt die Fahrräder unter und was wir jetzt in den Regalen in der Heckgarage haben, das bringt man unter in den zwei hinteren Schränken. Also das ist alles kein Thema, ist Platzangebot ist reichlich, das Fahrzeug ist wunderbar und uns hat es auch sehr gut gefallen. Aber für unsere Zwecke wäre es auch nicht geeignet, selbst wenn wir jetzt was uns zulegen möchten. Deswegen schauen wir weiter und deswegen sind wir als nächstes in einen Loft gegangen und den stellen wir euch vor. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir dieses Fahrzeug mal ein bisschen ausführlich durchleuchtet haben. Ja. Für uns war es interessant und hoffentlich für euch auch. Für euch Wenn es auch. euch gefallen hat, Ja, Daumen nach oben kann man natürlich. schon machen, oder? Oh ja, Das wird uns klar. freuen, auf jeden Fall, ja. Und jetzt verabschieden wir uns. Ja, also Ciao. tschüss, bis zum nächsten Loft, oder? Genau. Tschüss. Ciao.